Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Fallout 76. Das letzte Mal haben wir die Schule hier gelootet und haben das Holotape vom Aufseher, von der Aufseherin gefunden und angehört. Und als nächstes werden wir zur Universität gehen, die hier in der Nähe ist, und das Holotape der Aufseherin wieder suchen und hoffentlich finden. Mit dabei natürlich auch wieder der Dummy. Hi. So, dann würde ich sagen, legen wir los und starten in die Vollen. Wo müssen wir denn hin? Ja, einfach jetzt hier geradeaus, so Richtung Süden ein bisschen, oder? Würde ich mal sagen. Würde ich auch sagen. Dun, dun, dun. Lebensmittelverarbeitungsmaschinen bei Mama Dolce Das haben wir sind schon endlich so gemacht. weit abgekühlt, dass sie wieder ihren Dienst tun können. Ich habe sie so eingerichtet, dass man mit den Zutatenbehältern in der Fabrik Eintopf herstellen kann. Die Maschine macht einen hellen Lärm, also werdet ihr wahrscheinlich unbedingt Gäste bekommen. Zehn Millimeter Patronen. Wo kommen die immer her, Mensch? Ganz schön unhöflich, wenn wir hier so durch die Straßen wandern. Ich habe voll viel Muni Zählt. für die Schrotflinte. Okay. Ich habe fast keine Muni mehr für mein Lasergewehr. Ich guck mal, ob ich noch ein bisschen übrig habe. Ja, 20 hätte ich noch. Stirb. Superkleber. So, die Zelte sind alle leer. Warte mal, hier hat er was. Nein. Grünes Halstuch. Oh, eine Gasmaske. Versiegelte Kopfbedeckungen wie zum Beispiel Gasmasken oder Schutzanzüge beugen Wetter- und Umweltbedingungen Krankheiten vor, die durch die Luft übertragen werden. So. Nice. Ich glaube, ich kann nichts mehr sehen dadurch, aber okay. Ich habe einen Helm. Julio. It's been the most alive living in the gangster's paradise. Waltech Universität. VTU. Da oben ist diese Monorail mit Halt an der Universität. Gucken wir mal nach, oder? Ja, nix wie rein da. Immer fleißig lernen. Da sind wir. Hallo. Durchsuchen wir erst den unteren Stock, oder? Und danach gehen wir hoch. Okay. Immer an der linken Wand entlang. Oder wie war das, um aus Labyrinthen auszukommen? Entwicklungsterminal, körperliche Gesundheit. Ist da irgendwas Interessantes für mich drauf? Einführung. Nee.
20 Pfund Hanteln. Die sollte ich mitnehmen, oder? Die geben bestimmt gut Eisen. Und Stahl. Nimm alles mit. Ja, ich bin jetzt ein bisschen vorsichtiger mit alles mitnehmen. Kühlflüssigkeit nehme ich zum Beispiel mit. Ist immer gut, was zu trinken dabei zu haben. Schmeckt auch so lecker, gell? Du, Alkohol ist Alkohol. Hauptsache bestimmt, ist halt. Ja. Ist bestimmt was drin wie wie heißt Methanol oder Ethanol. Solange es blind macht. Hast wenigstens was davon. Ja. Auf dem Rechner ist nichts drauf. Na, hier gibt es eine Waffenfabrik. Ja, genau. Kann man den Schrott verkraften? Dann nehme ich das Alu hier auch noch mit. Es wird immer wertvoller. Aluminium. Hey. Alter, graben sich die Maulwürfe ja schon in den Toiletten an. Hier auch. Nope. Dann gehen wir hier rüber. Ah, das sieht ja aus wie in einer Vault hier. Genau, gegen was. Oben ist noch Leute. Okay. Alter, wie ich schon wieder am Verdursten bin. Warte, ich suche erstmal hier oben alles. Ob ich hier noch was finde. Oh, da geht's noch weiter runter. Alter! Alter! Hilfe! Hilfe! Ah, ich komm! Das ist ein wilder Gold. Kirscher Level 15. Gacha! Nice. Okay, lass mich mal einen Schluck Wasser trinken. Aufbereitetes Wasser. Prosit. Das tut gut. So. Hier ist jetzt zum Beispiel neben der Zange so eine Lupe. Ich weiß gar nicht, was ich da markiert habe. Ich nehme es mal mit. Hier sind tragbare Treibstofftanks. Energieterminal, das hack ich mal hier. Vielleicht können wir ein bisschen Licht machen oder sowas. Das hier und hier ist ein Glamour. Was machst du da? Schleicht er um mich herum? Bedrängt mich. Kann unter diesem Druck nicht hacken. Okay. Hat 0 Treffer. Hat. Das kann nicht sein. Das kann's nicht sein.
Das heißt, es kann das da sein. Oder das da. Nee, beides nicht. Ich muss noch von vorne anfangen, sonst sperrt sich das Terminal. Kannst du auch hacken parallel oder? Ja, hast du funktioniert jetzt. Skill noch nicht. Jo. Hier. Und hier. Vielleicht müssen wir noch ein bisschen mehr skillen, dass wir das hacken können. Ja, also prinzipiell kommen wir schon mal rein. Das heißt, ich kann es ja schon mal hacken. Ich bin drin. Wartungsprotokolle. Geil. Ich kann auf die Wartungsprotokolle zugreifen. Daten sind beschädigt. Hat sich ja gelohnt. Immerhin etwas Experience bekommen. Okay. Scheiße. Mal kann man die Aggregate irgendwie anschalten, oder? Okay, auf dann geht's hier noch runter. Simulations-Vault-Eingang. Vorheriger Simulationsstatus, Fehlschlag, vollständiger Verlust von Leben. Okay, Simulations-Vault, aktueller Status. Der Vault wurde von automatischen Systemen gereinigt und ist bereit für die nächste Simulation. Bevorstehende Simulation, keine Pläne verfügbar. System wartet auf Anweisung zur Einrichtung. Sicherheitstürsteuerung. Ja, die lassen wir mal auf. Wir wollen da rein. Ja, dann probieren wir mal die Simulation aus, oder? Vielleicht stellen wir uns ja besser an als das letzte Team. Ja. Kommt natürlich auf die Simulation an. Ich habe bloß nur 8 Schrotflintenschuss. Warte mal. Dann wechsle ich mal. Warte, ich habe doch noch irgendwo eine 10mm Pistole. Auf jeden Fall sauber und ordentlich hier unten. Hier ist ein Level 3 Safe. Erfordert Skill 3, mein Skill 1. Der Zong. Hier ist noch ein Haarklammer drin. Ringkapselbox, okay. Technische Daten. Ich nehme die mal mit, ich weiß nicht, ob wir die brauchen. Das Glasgefäß. Spielzeugrakete. Noch eine Sprengkapselbox. Ja, sieht nett hier aus. Was ist das für eine Vault? Ich will den Anzug hier mitnehmen. Kannst du den Anzug mitnehmen, der hier auf der Kommode liegt? Moment, ich komm. Der da? Nee. Ha. Oh, ein Kondensator. Den könnte man vielleicht für eine andere Mission mal brauchen. gehen wir erst nach ins Overseer-Büro, oder?
Okay. Ah. Welche Vault war das? Vault Nummer VT. Vault Tech University. Simulations-Vault-Eingang ist nochmal ein Terminal. Okay, das ist der gleiche Inhalt wie das andere vorhin. Was ist da in dem Terminal? Da ist das Logbuch vom Aufseher drin. Okay. Und was schreibt er so? Ich glaube nichts Interessantes. Aufseher Logbuch. Okay. Na gut. Und wo geht's hier lang? Hier ist es nicht mehr so ordentlich. Hier ist man jetzt wieder im Universitätsbereich. Ich gehe mal zurück. Wir wollen natürlich erst die gesamte Vault hier erkunden, würde ich sagen. Ich glaube, ich habe eine Abhängigkeit von Medikamenten entwickelt. Ja, ich meine, Einlaster muss man haben, oder? Die Tür ist unzugänglich. Gemeinschaftsduschen. Das ist unser Modul. Oh. Kommt der her? Chillt einfach in der Wand ab. Die Tür ist auch unzugänglich. Unzulänglich. Unzulänglicher Idiot. Right away. Eine nicht verrostete Blechdose. Da greife ich doch zu. Vault Simulation in Progress. So. Ah, halt hier. Okay, dann gehen wir mal da runter noch in diesen Aufenthaltsbereich, Trainingsbereich. Hier liegt nochmal so ein Goldanzug, den man nicht aufsammeln kann. Im Spiegel ist nichts drin. Hier auch nicht. Bis auf die verschlossene Tür gibt es, glaube ich, nichts mehr sonst. Okay, das heißt, zurück in den Universitätsbereich. Nehmen wir den Eingang, wo wir reingekommen sind, dass wir ein bisschen besseren Überblick haben, was wir schon gelootet haben. Ich komme gerade. So, hier sind wir reingekommen. Warten wir jetzt noch schon auf den Dominik. Oder gucken wir uns schon mal weiter um. Okay, hier in diesem Stockwerk haben wir alles. Dann ist hier das Holotape von der Aufseherin. Dann höre ich mir das gleich mal an. Tagebuch. 4
Jahre lang drehte sich alles nur um Vortec. Ich hatte hervorragende Noten und trug beim Abschluss den Aufseheranzug. Papa war so stolz auf mich. Er kam, obwohl er schon krank war. Ich hatte wohl die richtigen Leute beeindruckt, da mir der nächste verfügbare Aufseherposten angeboten wurde. Ich war gerade erst mit der Uni fertig. Sowas dauert eigentlich Jahre. Vielleicht wussten sie, dass der Krieg unvermeidlich war. Als ich erfuhr, dass Ward 76 gebaut werden würde, freute ich mich so sehr, dass ich aufsprang und durchs Wohnzimmer tanzte. Appalachia würde sicher sein, was auch geschehen sollte. Genau in dem Augenblick machte Evan mir einen Antrag. Dieser Dummkopf. Er wusste, dass ich nicht Nein sagen würde, nachdem ich die Neuigkeiten gehört hatte. Er kannte mich besser als irgendjemand sonst. Papa starb ein paar Monate, nachdem Evan und ich zusammengezogen waren. Er hatte mich unbedingt zum Altar führen wollen. Naja. Eigentlich ging es dort auch gar nicht hin. Von daher, ich glaube, es wird Zeit, nach Hause zu gehen. Das schulde ich Evan. Ja, die haben mich ein bisschen überrascht gehabt. Oh, hier ist eine Munitionskiste. In dem Audimax, meinst du? Mhm. Ja, habe ich schon. Also ich dachte, du hast die gesehen, sonst hätte ich was gesagt. Huhu. Gekochtes Wasser. Besser als kein Wasser. Aufbereitetes Wasser. Okay, ich glaube, wir müssen jetzt doch nochmal durch die Vault, weil irgendwie war jetzt hier nirgends. Hier geht es wieder nach Appalachia. Nirgends noch ein zweiter Eingang zur Vault. Aber wenn man doch da durch das Overseer-Büro ist, ist man doch nochmal in den Universitätsbereich kommen, oder? Ja. Lass dann nochmal gucken, ob es da noch weitergeht. Ja. Gehen wir hier rüber. Overseer. Dominik, bist du so ein typischer Overseer-Charakter? Wärst du auch Overseer gewesen? Auf jeden Fall. Ja? Wärst du ein guter Overseer gewesen, oder? Kommt drauf an. Hallo. Okay, hier ist nochmal ein ganz eigener Bereich. Das ist wahrscheinlich ja das Professorzimmer hier gewesen oder sowas. Schön versteckt. Vielleicht findet sich hier irgendwo ein Schlüssel zu dem Safe. Ah, das kann vielleicht sein, ja. Hallo. Nochmal ein Level 3 Safe. Und ein Terminal zum Hacken.
Vielleicht kann man dann. Erster Versuch. Ah, okay. Hab das erste Wort angeklickt, hat direkt gepasst. Kannst du den Safe freigeben? Hast du schon. Selbstverständlich. Harnspanner Revolver. Let me check out der Harnspanner Revolver. Aber es ist wahrscheinlich der gleiche Revolver wie der mit dem Zielfernrohr drauf. Ja. Ein leckeres Old Possum hier gibt's hier. Michael Blake. Verbindung zum Universitätsintranet nicht möglich. Zugriff nur auf Offline-Daten und Verzeichnisse für verfügbar. Lehrplan, Vorlage. Lernen, lernen, lernen. Aufgaben, Aufgaben, Aufgaben. Nicht vergessen. Petroglyphen. Ich hatte die Gelegenheit, die Petroglyphen von Horse Creek persönlich zu studieren. Das wollte ich schon seit meinem Umzug nach West Virginia tun. Ja, BTU. Aha, aha. Jacqueline. Na gut. Da unter uns sind Gegner. Okay. Also hier könnten wir wieder hochkommen. Aber ich würde trotzdem gern erstes hier oben looten. Durchsuchen. Haben wir hier schon? Ich glaube, jetzt sind wir eh durch. Ne, warte, ja. In dem Computer Lab waren wir aber noch nicht, oder? Oh, Tatsache. Vorkriegsgeld. Ah, wir waren auf der rechten Seite und das war jetzt die linke Seite. Jetzt können wir runter. Archivschränke. Ausbildung. Hier, das war so ein anderer Ausgang der Vault. Ne, warte, hier sind wir rausgekommen. Kann das sein? Ja, genau. Da war ja das Overseer Office. Ja, okay, dann sind wir hier durch eigentlich, oder? Würde ich auch sagen. Dann gab es doch nochmal irgendwo einen Ausgang, oder nicht? Ja, aber da war nur eine Tür ins Freie. Ah, ja, stimmt, genau. Ja, mach dich mit Dr. Hudsons Forschung vertraut. Wo finden wir die? Das
Ganz weit weg auf der Map. Im Südwesten. Südwesten. Okay, I see. Ich glaube, wir sind hier durch. Perfekt. Dann gehen wir raus und machen uns mal Gedanken, wo wir als nächstes dann hin könnten. Ah, Moment, hier gab es nur eine verschlossene Tür. Aber die geht, glaube ich, nicht. Ah, schade. Ja, das ist manchmal ärgerlich, gerade mit diesem Safe auch. Im Prinzip sollte man ja jetzt irgendwann zurückkommen, um den Safe noch zu knacken, aber ich weiß nicht, ob das sich lohnt. Ja, ich glaube, alles mitnehmen geht halt einfach nicht bei dem Spiel. Nee. So, hier ist der Ausgang. Bevor wir jetzt hier rausgehen, würde ich aber sagen, dass wir hier jetzt unterbrechen und das nächste Mal dann hier wieder einsteigen, beziehungsweise draußen einsteigen. Dann sparen wir uns die Ladezeit ein bisschen. Oder? Alles klar. In diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Einschalten und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.